Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3 Reaver of Souls. Willkommen zurück in der Festung des Wahnsinns und zwar zack ab in die Ebene 2 direkt. Ich bin mal gespannt, was hier auf uns wartet. Ich nehme an, ihr seid genauso gespannt wie ich und wir sehen hier schon eine riesengroße Maschinerie. Und offenbar ist das genau diese Maschine, die dem Malte ihr quasi seine Kräfte gibt, so mehr oder weniger. Die aber auch dafür sorgen könnte, dass wir so viel Kraft erlangen, dass wir dem Maltael etwas anhaben können. Denn nochmal zur Erinnerung, wir können Maltael nichts anhaben, solange wir nicht irgendwelche Kräfte von irgendwelchen Toten bekommen. Ja, klingt irgendwie seltsam und lustig, heißt nichts anderes als entweder sterben wir und kämpfen dann gegen ihn, aber ne, tot macht tot. Serasiel, okay. Maltaels Wächterin. Ja, warte, das wird direkt mal. Okay. Ich bin gespannt, was die Quelle aufmacht. Und hier kommt dann gleich auch noch mehr an. Ja, ja, klar. Wah, 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 wah. Zack. Weg mit euch. So, Seelengefängniskette. Zack. Okay. Du hast gesehen, wie ich starb. Du hast meinen Schild und meinen Namen an dich genommen. Das Leben und der Tod jedes Kreuzritters, der je deinen Namen getragen hat, lebt in dir. Der Tod ist ein Teil dessen, was du bist. Nutze seine Macht. Das werde ich vorerst tun. Doch ich werde nicht zum Tod selbst werden. Wenn alles vorüber ist, werde ich diese Macht freisetzen. Unsere Wacht ist zu Ende, Schwester. Wir vertrauen den Kreuzzug dir an. Oh, danke schön. Danke, danke, danke. Das heißt, wir haben jetzt schon ein wenig Macht bekommen. Ob das reicht, ich weiß es nicht. Aber die Kreuzrittermeisterin möchte uns noch etwas sagen. Oh, schon ein bisschen mehr offenbar. Geister. Dies sind die Geister jedes Kreuzritters, der jemals deinen Namen trug. Jeder hat dem Namen Ehre erwiesen. Jeder hat den Kreuzzug weitergeführt. Jeder hat seinen Nachfolger unterwiesen. Du hast uns alle mit Stolz erfüllt. Doch wir fragen uns, wo dein Knappe ist. Ja, also, ich werde einen Knappen finden. Es ist eben schwer. Immer wieder wird die Welt von Finsternis überrollt und meine Zeit ist knapp. Wenn du fällst, wird auch dein Name fallen. Ich verspreche, ich werde mich darum kümmern. Okay, interessante Sache. Ne? Wir haben keinen Knappen, vielleicht hätten wir ihn haben müssen. Und vielleicht ist ja unser Templer ja in dem Moment unser Knapper. Ich weiß es nicht. Könnte man doch eigentlich so mitnehmen. Nur so als kleiner Gedanke. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Würde mich auch mal interessieren. Könnt ihr mir gerne mitteilen, wenn ihr möchtet. Aber wir machen jetzt hier weiter mit den Erinnerungen. Meisterin, ich habe euch nie gesagt... Werd jetzt nicht rührselig, Mädchen. Niemals. Doch eines muss ich sagen. Ohne euch wäre ich in dem Dorf, wo ihr mich gefunden habt, alt geworden und gestorben. Ihr habt mir ein bedeutsames Leben gegeben. Ein ziemlich miserables. Stimmt, doch es ist auch ereignisreich. Ihr habt mir einen Auftrag gegeben, an den ich glauben kann. Das kann ich euch nie vergelten. Tu es, indem du Maltael tötest und den Kreuzzug weiterführst. Okay, also den Kreuzzug weiterführen. Ich denke mal, das können wir machen. Was haben wir noch? Der Tod. Wie ist es, tot zu sein? Es ist wie die kälteste Nacht im Freien zu verbringen, doch an einem warmen Feuer. Ist der Tod die Kälte der Nacht oder die Wärme des Feuers? Der Tod ist alles. Eines Tages wirst du das spüren und merken, dass du es schon immer wusstest. Ihr redet im Tode genauso wirr, wie als ihr noch am Leben wart. Okay, so viel dazu. Irgendwann werden wir feststellen, dass wir das schon wussten. Aber wir wissen es jetzt noch nicht. Gute Sache, ne? Ist wirklich ein bisschen wirr. Aber gut, wir gehen jetzt hier durch das Dorf des Todes und gucken, was als nächstes auf uns wartet. Da haben sie so Munitionsfässer. Und wir müssen Maltael finden. Das heißt, eigentlich sind wir wirklich gar nicht mal so weit vom Ende hier entfernt, wenn ich das richtig sehe. In der Reflexion.
Hier stellt sich die Frage, wo geht man denn am besten lang? Gut, mit dem... Ja. Schreien sich ein bisschen. Wow, okay. Okay, das lässt sich vermuten, dass ein heftiger Kampf auf uns wartet. Ich meine, nicht, dass uns das irgendwie stören würde oder mich irgendwie stören würde, aber... Ich finde es schade, wenn das Ganze hier dann doch schon vorbei wäre. So, noch eine uralte Inschrift. Was haben wir hier? Inarius Aufzeichnungen, Teil 4. Lilith ist mein Gegenstück aus Feuer und Flamme. Als ich noch im endlosen Krieg gefangen war, hätte ich nie derart für eine Dämonin empfinden können. Denn die Strapazen halten uns in dem uns eingeschafften Gedächtnis der Gefangenen. Lilith und ich haben Pläne gemacht. Wir werden andere auf unsere Seite ziehen. Und zusammen werden wir entkommen. Okay. Schön. Also wieder alles verwirrt, ich kenne ja hier. Ja. Komm hier. Dann folgt mir doch, Mensch. Ja, warte doch da nicht drin. Das ist manchmal lustig, die Gegner hier. Dann springen wir da hoch, sehen, dass wir weglaufen und trotzdem verfolgen sie uns nicht. Um mich sagen. Der hat ja Weisheit. Ich vernahm einen Klang, doch war er mir fremd. Ich suchte Weisheit und Kelch, doch vergebens. Die Klänge riefen nach mir und ich erkannte sie. Menschliche Seele. Doch woher? Hat der Weisheit wirklich gedacht, was ein alter Alien hier selbst gemacht hat? Oder wie kann man das jetzt interpretieren? Ich weiß es nicht, aber. Ich weiß nur, dass ich hier gerade irgendwie. Ja, mich immer mehr verlaufe. Gute Sache, ne? Obwohl ich eine Karte habe. Wobei, verlaufen ist auch wieder relativ. Wir können ja jederzeit zurücklaufen. Das ist ja auch das Schöne dabei. Also vorausgesetzt, wir kämpfen nicht gerade gegen Maltael und das Spiel ist dann vorbei. Kann man wirklich nicht mal alles anschauen. So, was haben wir hier? Einen seltenen Beinschutz mit 1026 Rüstung. Mit 222 Stärke plus 414 Rüstung. Erhöht den Schaden von Gerechtigkeit. Und plus 26% mehr Gold. Das ist schon Ort. Das bringt uns gar nichts. Es bringt uns nichts. Offenbar. Kann man einfach mal hier lang laufen. Das heißt, einfach mal weiter. Das ist ja auch wieder. Einfach gesagt, könnte es so einfach sein, wenn es nicht unbedingt ja, gestört wird. Aber schwer ist es. Das ist auch wieder nicht. Ah, das ist der Riesen hier. Ja, und noch mehr hier, ne? Jetzt wollte ich mal einen Blick auf die Garde werfen. Wir machen die zwei hier wieder auf. So. Also ich sehe jetzt hier unten erstmal noch lang gekonnt, irgendwie. Vielleicht hätte man da zuerst mal laufen müssen. Und da oben geht es weiter, glaube ich. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht laufen wir auch gleich noch einfach nochmal zurück. Vielleicht laufe ich dann wieder Umwege. Ja, kann sein, kann sein. Aber das wird auch nicht schaden. Jo, aber jetzt sind wir erstmal hier in der Ecke. Und vielleicht hat das ganze Ding ja auch einen Bogen und wir kommen auf der anderen Seite sowieso wieder raus. Wenn wir nur den Weg folgen. Den klitzekleinen Weg. So, hier geht's nämlich auch lang. Oh, neues Ereignis. Okay. Ja. Tötet die angreifenden Seelenstände. Ja, gut. Das sollten wir, glaube ich, schon tun.
Ja, noch mehr. Komm, 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 zack. Wieder ganz geil, wenig. Massaker. Ja, was, das gibt's, oder? Kommt da noch mehr? Ja, hier ist noch. Was tut denn, mein Freund? Noch besser für mich an? So, was haben wir hier? Schlaf ist da. Oh, zack, zack, zack. Ja, 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 ja. Ey, ich such mich schon nicht, dass man so heiß war. Da. Okay, sprecht mit dem Engelsflieger. Ja, machen wir natürlich gerne. Blut und Donner. Ihr kämpft wie Tyrael höchst selbst. Nun geht es sicher geschlagen. Wir werden alles tun, um euch zu unterstützen. Sehr schön. Erstmal 1,9 Millionen EP erhalten. Sehr geile Sache. Wie viel fehlt denn überhaupt noch? Ja, verbleibende Erfahrung. 3,5 Millionen ungefähr. Das ist ja eigentlich noch machbar. Aber ist auch eine geile Sache. Offenbar haben wir jetzt die Engelskrieger hinter uns. Was auch richtig super ist, denn die waren ja irgendwie fast die ganze Zeit eigentlich gegen uns. Und dann zu erleben, dass da die Lage von Israel oder Frankreich ist. Ach du Gott, was ist denn hier los? Okay, jetzt will ich abgepasst, Leute. Ich glaube, das sind dann die Punkte, wo man dann im Hardcore-Spielmodus auch mal ganz, ganz schnell draufgehen kann und sein Charakter spielen kann. Oh, zack, 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 zack. Ah, wenn nicht mit uns, mein Freund. Ja, die jetzt. Komm, bitte, her, Alter. Eine unglaubliche Leistung. Zack, und Stufe 67. Geile Sache, ne? Als ob ich es nicht vorher noch gesagt hätte, wir kriegen die 3,5 Millionen Erfahrungspunkte locker ran. So, was haben wir hier? Ein seltener Streitkolben. Einhand mit 1706 Schaden pro Sekunde. Wow, aber ziemlich langsam, ne? 1,26 Angriffe pro Sekunde ist jetzt nicht so der Brüller. Und deswegen denke ich mal, ist das nicht so wirklich... Nicht so wirklich irgendwas? Ne, kommt was. Höchstens vielleicht noch für meinen Templer. 1706, 1702. Ja, was haben wir hier? 1702. Jetzt ist halt jetzt die Frage, soll er das bekommen, soll er es nicht bekommen? Hier hat er mehr Stärke, ne, bei dem. Und hier, ja. Was hat er denn noch hier? Vitalität würde er dazu bekommen. Ich glaube, das geben wir jetzt einfach mal unserem genau Templer. So, und hier muss ich noch mal überprüfen, warum. Ah, ich war jetzt zwar lang. Ja, okay, nee. Das lassen wir so, wie es ist jetzt erstmal. Und dann bin ich hier mal gespannt. Aber nicht tatsächlich noch an der anderen Seite rauskommen. Also wie so ein quasi wie so ein kleiner Kreislauf. So könnte ich mir zumindest mal gut vorstellen. Oh, ja, genau. Ah, ja. Bis dann. Yo. Wieder mit euch. Ich meine, es ist immer so klasse, wenn man gerade dabei war, auf die Karte zu schauen. Noch und nicht. Dann, ja, irgendwie viele Kinder. Karte zu schauen. Ich meine, ihr habt es ja gar nicht mitbekommen. Ich sehe, wie ich gerade die Karte öffnen wollte. So, was haben wir hier?
Bevor wir auf die Karte schauen, was haben wir hier? Ein Marquis-Diamant. Was macht der eigentlich? Erhöht den Schaden gegen Elite-Gegner um 16%. Ja gut, okay. So, seltener Handschuh, 712 Rüstung, plus 375 Stärke. Pardon, Leute. Und bloß 278 Rüstung. Ein kritischer Trefferschaden um 48% erhöht, aber Leben pro Treffer kann... Nee. Das ist... Das ist nicht toll, wenn ich euch hier so voll huste. So, dann schauen wir aber jetzt mal auf die Karte. Ja, ich kann es mir gut vorstellen, ne? Also, hier oben könnte es... Da war doch irgendwo... Aber jetzt wollt ihr mich aber verkohlen, oder? Waren hier oben nicht irgendwo noch gerade eben so eine Portale eingezeichnet? So, ich vermute mal, dass wir wirklich hier irgendwie ringsrum gehen können. Deswegen schauen wir da einfach nochmal ein bisschen nach hier. Was ist denn hier? Das ist... Oder ist... Was wollte ich sagen? Ist das vielleicht ein der Malta-El oder... Man weiß es nicht ganz so genau. Well, sollen wir jetzt noch ein bisschen... Mit. Das ist mein Problem, dass ich so einen Erfahrungspunkt abwerfen eigentlich. Also so ganz genau. Wow. So ganz genau. Ja, schön eingefroren. Jetzt weiß ich wenigstens, was die Tür da machen, wenn man da genau reinläuft. So ein kleines Glückskranz ist es haben. Nichts, was uns beunruhigen müsste. Gott sei Dank, ne? Stellt euch mal vor, wir wären an dieser Stelle gestorben. Müssen das nochmal machen. Weil es einfach noch nicht gespeichert wäre. So wie das früher mal der Fall war. Noch nicht bereit. Ja, sag es mal so. So, sag. Das ist Name. Dann hier. Hier ist das nicht drin. Nee. Die Ebene ist ja dann. Die Ebene ist schon ein bisschen ja auch an. Und auch da frage ich mich, wie kommt man denn ganz, ganz schnell an diese Rüstung überhaupt dran? Und das ist so eine Sache. Weil, ich meine, wer meine Basis kennt oder geschaut hat, kommt relativ früh an. Ich bin jemand, der auch gerne eigentlich auf die legendären Rüstungen setzt. Und ich weiß nicht, ob es da auch noch Rüstungen gibt, die dann entsprechend legendäre Rüstungen gemerkt, die dann entsprechend stark sind, dass man sagen kann, ja, die kannst du wirklich anbehalten. Weiß nicht, da müsstest du vielleicht nochmal belesen. Was vielleicht auch gar nicht verkehrt wäre. Und wie gesagt, ich habe ja vor, das ganze Ding hier im Hardcore-Modus durchzuziehen. Nachdem ich das hier durch habe. Was ja vielleicht den einen oder anderen von euch dann auch interessiert, weil interessiert mich mal, ist das, wird das Ganze dann schwieriger? Ja, eigentlich könnte es natürlich wird es schwieriger, das ist mal logisch, aber umso schwieriger wird es schwieriger. Wird es dann so unfair schwierig? Vor allem, wenn man dann in der Theorie eigentlich einen neuen Charakter anfangen würde. Das sind alles so eine Fragen und ich sehe gerade, wir haben hier, das ist der Luftstein. Wir sind hier tatsächlich wieder am Anfang angekommen. Ballert der Schänder. Ja, Schänder. Sag über dich! Das wollen wir nicht, aber hier liegt noch ein Stück. Oder eine Urschrift? Uralte Schrift? Ja, das ist schön. So, Lilith Schrift Teil 3. Eine neue Welt. Ja, wie viele Leute, Dämonen und was weiß ich nicht, haben das schon jemals ausgerufen. Ja, vor allem jetzt auch im echten Leben auch schon. Und was war dann im Endeffekt? Ja, nichts war. Keine neue Welt. Zumindest keine, in der man leben wollte. Und oftmals ist es so ja nur Übertreibung schlechthin, wenn jemand sowas ankündigt. Also. Ja, aber das kann man glaube ich sehen, wie man will. Wenn es nicht
Dinge, die dann einen wirklich dann im Endeffekt das Leben komplett anders leben lassen. Ja, nehmen wir einfach mal die Computerdecken zum Beispiel. Ne? Also Leute, die sich früher damit nicht beschäftigt haben und jetzt immer mehr damit konfrontiert werden, ja, für die ist das Leben sicherlich komplett anders. Aber gut, Leute, das sollte schon für diesen Part gewesen sein. Ich habe lang genug überzogen, ey, Leute. 20 Minuten, 15 Minuten war eigentlich immer so angedacht. Gut, also, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Schreibt ruhig was in den Kommentaren dazu. Kritik könnt ihr loswerden. Ich bitte darum, ich bitte darum. Ne? Davon lebe ich halt quasi, von der Kritik quasi. Ja, so ungefähr jedenfalls. Nein, ich freue mich auf jeden Fall über Kritik. Ich weiß nicht, ich erzähle wieder schmal, Leute. Ist wurscht. Ich freue mich jedenfalls über Kritik, denn nur damit kann ich letzten Endes auch Dinge ändern, die euch jetzt nicht so passen oder die mir selber vielleicht gar nicht so auffallen. Und ansonsten, ne, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls. Bis dahin, Leute. Tschüss.